Es gibt ein Jubiläum zu feiern, 10 Jahre Myfolios, und das ist unser Thema jetzt mit Christian Nuschele. Er ist Head of Sales und Marketing bei Standard Life Deutschland. Schön, dass Sie da sind, Herr Nuschele. Sie waren vor 10 Jahren ja schon bei Standard Life mit an Bord. Was waren denn die Beweggründe, die Myfolios auch auf den deutschen und österreichischen Markt damals zu bringen? Da gab es insgesamt 3. Einmal der sensationelle Erfolg des Konzeptes in Großbritannien. Da haben wir natürlich ein bisschen über den Tellerrand geschaut, was bei unserem damaligen Mutterunternehmen denn so passiert und der Verkaufsschlager ist und in der Beratung tatsächlich einen Mehrwert bietet. Die Exklusivität. Wir haben hier eine Möglichkeit geschaffen, zusammen in der Kooperation zwischen Standard Life und Aberdeen ein exklusives Konzept an den deutschen und österreichischen Markt zu bringen. Und last but not least, die Idee, etwas zu tun, was genau in den Beratungsansatz für Fondpolicen passt. Weil Sie gerade schon gleich bei den Beratern sind, bleiben wir doch auch dabei. Welchen Mehrwert bieten denn jetzt die Myfolios für die Vermittlerinnen und Vermittler? Wir haben festgestellt, dass gerade im Bereich der Fondpolicen eine gewisse Trägheit besteht, was den Wechsel und die Anpassung von Allokationen angeht. Da finden wir, dass Multi-Asset-Konzepte durchaus das Mittel der Wahl sind, denn da ist es sichergestellt, dass das Risikoprofil, das man anfangs gesucht hat, eben auch beibehalten wird. Das ist kein Vorwurf in irgendeine Richtung, es sind langfristig angelegte Verträge, man hat die nicht immer so auf dem Schirm, dass man da auch Jahr für Jahr nochmal drauf schaut, ob die Allokation noch passt. Also eben der Ansatz, dass der Investmentstil beibehalten wird und dass eben das Risikoprofil erhalten bleibt. Und das Risikoprofil an sich ist für uns eben auch ein ganz wichtiges Ding. In der Beratung steht nicht unbedingt das Maximum an Rendite im Vordergrund. Es muss eben auch berücksichtigt werden, welches Risiko gehe ich mit so einem Investment ein und was kann ich aushalten, was kann ich vertragen. Und die Myfolios sind so gestaltet, dass sie innerhalb einer bestimmten Varianz bleiben. Das heißt, ich kann mich, wenn das Management funktioniert, darauf verlassen, dass ich das Risiko, das ich anfangs bereit war einzugehen, auch während der gesamten Laufzeit nicht steigert. Die Beratung ändert sich also. Ich muss nicht mehr unbedingt schauen, ob die erhofften 5% oder 6% eingetreten sind, sondern ich muss auch darauf achten, bin ich im Risikokorridor geblieben, bin ich im Volatilitätskorridor geblieben. Und das Gespräch ist ein sehr entspanntes, zu sagen, tut das Portfolio das, was es soll, bedeutet für die Beratungssituation, der Plan bleibt intakt. Und das ist ein wahnsinniger Mehrwert für die Beratung. Und das Ganze natürlich mit Blick auf die private Altersvorsorge. Das ist Ihr Kerngeschäft bei Standard Life. Warum eignen sich jetzt die Myfolio-Konzepte? Es sind ja unterschiedliche, wenn ich das richtig sehe. So gut für die private Vorsorge. Einmal gibt es von jedem Stil, den wir anbieten, 5 Risikoklassen. Das heißt, es ist wirklich für jede Lebenssituation, für jeden Geschmack etwas dabei. Von sehr, sehr konservativ und sehr, sehr sicherheitsorientiert, was zum Ende des Altersvorsorgezyklus interessant sein kann, bis hin zu fast 100% in Produktivitätskapital investiert, also durchaus offensiv eben dann auch mit dem entsprechenden Renditepotenzial. Damit kann ich eine ganze Bandbreite abbilden und auch in der Kombination der verschiedenen Risikoklassen nochmal ganz andere Kundensituationen abbilden. Eine tolle Geschichte, also ein Portfolio zum Wohlfühlen, wenn es innerhalb meines eigenen Risikoappetits ist. Auf der anderen Seite gibt es die in aktiver und passiver Ausprägung, denn wir wissen ja, es gibt speziell in Deutschland und Österreich sehr, sehr viele Fans von ETF-Investments und passiven Investments. Und gerade mit dem passiven Ansatz können wir eben auch diese Klientel bedienen, können ein gemanagtes Portfolio, das professionell betreut wird, zu Konditionen anbieten, die es ausschließlich im ETF- und passiven Bereich gibt. Und die sind dann auch günstiger, die passiven Engagements, als die aktiven mutmaßlich, ne? Abschließend der Blick nach vorn, Herr Nuschele. Warum werden die Myfolios auch in den kommenden Jahren sicherlich ein Bestandteil vieler, vieler Portfolios im Bereich der privaten Altersvorsorge sein? Warum ist es gut und wichtig, sich mit diesem Thema zu beschäftigen? Wir leben in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten und auch die Kapitalmärkte sind sehr, sehr volatil geworden. Dazu kommt, dass die Inflation zurückgekommen ist, jetzt erstmal kurzfristig sehr, sehr hoch, aber auch mittelfristig ist es mittlerweile sehr, sehr schwer geworden, nach Inflation tatsächlich noch positive Renditen zu erzielen. Dazu ist es notwendig, produktiv zu investieren, also in Produktivkapital, in Aktien, in Unternehmensanleihen, möglicherweise ein bisschen im Immobilienbereich, um überhaupt noch die Inflation schlagen zu können. Das Risiko, das man dazu eingehen muss, sind viele Kundinnen und Kunden nicht bereit einzugehen. Die Myfolios bieten mit ihrer Volatilitäts- und Risikosteuerung aber eben einen Sicherheitsmantel, der dazu geeignet ist, ein gutes Gefühl bei der Altersvorsorge zu geben. Ich bin überzeugt, das bleibt ein Kerninvestment für Altersvorsorgesparerinnen und Sparer.